Im Libanon sind Sie vor allem in Baalbek tätig, ist das richtig? Ja, das ist ein Ort im Osten des Libanons, nicht allzu weit von der syrischen Grenze. Ich hatte das große Glück, da vor einem Jahr selber sein zu können und 5 Tage im Libanon zu verbringen. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich kann es nur empfehlen. Es ist ein wunderschönes Land und es gibt wahnsinnig tolle archäologische Städte, die auch teilweise extrem wandlungsreich sind, weil sie so viele verschiedene Kulturen durchgemacht haben und man wirklich auf einem Ausgrabungsfeld unterschiedliche Ebenen sehen kann von unterschiedlichen Kulturen. Was kann man in Baalbek alles finden? Na, in Baalbek kann man auch ganz, ganz, ganz viel finden. Das allererste, was man da natürlich findet, sind römische Tempel. Dafür ist der Ort bekannt, und zwar schon seit Jahrhunderten. Wenn man aber genauer hinguckt, dann sieht man als allererstes, dass Tempel verwandelt worden sind, erstmal in christliche Kirchen und dann in eine Burg im Mittelalter. Und de facto gibt es ja den Ort bis heute. Das heißt also, die Wandlung hat ständig stattgefunden. Es gibt aber auch noch einen Siedlungshügel unter den Tempeln. Das haben die Mitarbeiter der libanesischen Antikenverwaltung in den 60er Jahren festgestellt, dass unter dem Hof, in dem der wichtige Altar des Jupitertempels ist, da ja, eben ein Siedlungshügel, wie er ganz typisch ist für die Region. Im Übrigen auch Uruk ist so ein Siedlungshügel. Da liegen halt einfach eine Schicht über der nächsten Schicht, über der dritten und vierten und so weiter, der verschiedenen Ablagerungen von menschlichen Wohnens oder Handelns. Und das ist in Baalbek auch. Fällt das als Archäologin, muss man dann eine Entscheidung quasi fällen, welche Ebene man freilegt? Ja und nein. Also, Archäologen sagen ja vorhin, wenn wir da ein Loch machen, zerstören wir tendenziell, deswegen müssen wir dokumentieren. Archäologen sind professionelle Zerstörer. Das heißt, wir fangen an einer bestimmten Stelle an. Das muss nicht unbedingt die höchste Stelle eines solchen Siedlungshügels sein, sondern kann auch an einem Hang oder sonst was sein. Aber wir fangen an zu graben, treffen auf eine Siedlungsschicht, stellen fest, was da ist, dokumentieren das alles und dann räumen wir die in der Regel ab, und gehen in die darunter liegende Schicht. Das heißt, die oberste Schicht ist schon mal die zweite Schicht, dann kommt die dritte Schicht und so weiter. Die Entscheidung, etwas zu erhalten, damit man es hinterher noch sehen kann oder überhaupt eben, dass es noch da ist, die wird zusammen mit den antiken Verwaltungen gefällt, nämlich immer dann, wenn etwas sehr gut erhalten ist, dass es wirklich so besonders ist, dass man es gerne zeigen möchte, dass man es erhalten möchte. Ja, und dann spielt häufig noch die Frage eine Rolle, ob man es denn überhaupt erhalten kann. Also wenn ganz herausragende Reste so fragil sind, dass einem klar ist, das ist innerhalb von einem Jahr sowieso nicht mehr vorhanden, dann man aber was machen, das zum Beispiel in ein Museum bringen oder so. Aber jedenfalls, ja, gibt es immer die zwei Wege. Entweder weggraben und tiefer gehen oder die Entscheidung treffen, dass es erhalten bleibt. Ich glaube, das war Byblos, wenn ich mich richtig erinnere, im Libanon, wo ich war, wo wirklich man die unterschiedlichen Ebenen direkt nebeneinander freigelegt hat. Das ist total faszinierend, weil da hat man die Ebene der Sarazenen, der Kreuzritter, darunter irgendwie die Römer, Griechen, bis dann zu wirklich frühzeitlichen Strukturen, sodass man sich, finde ich, sehr gut reinversetzen kann in diese jahrtausendelange Geschichte, die dort passiert ist. Und in Baalbek, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das der Tempel des der große Tempel ist der Jupiter-Tempel. Jupiter, danke. Der Jupiter-Tempel ist ja wirklich gigantisch groß und jetzt denkt man, okay, in Rom kann ich auch das Kolosseum sehen oder so. Ich finde aber, in Baalbek hat man ein ganz anderes Gefühl für die Größe. Einfach deswegen, weil wir waren damals eine Reisegruppe von 25 Leuten vielleicht und wir waren die einzigen in dieser ganzen Stätte. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, am Ende auch komplett allein in diesem Tempel zu stehen und wirklich einmal diese Größe wahrzunehmen, die man in Rom gar nicht, oder ähnlichen Städten gar nicht bekommt, weil alles voller Touristen ist. Und ich finde, da kann man nochmal ganz anders einordnen, von was wir damals reden. Also von was für Leistungen architektonischer Natur. Ja,
Größe wird in Baalbek auf andere Weise hergestellt als in Rom. Wir haben das mal in einem Forschungsprojekt, also alles ein bisschen, was Größe denn dabei überhaupt heißt. Und dann stellt man doch ein bisschen erstaunt fest, dass ganz viele Bauten in Rom eben doch deutlich größer sind. So groß ist Baalbek gar nicht. Der Jupiter-Tempel ist tatsächlich einer der größten Tempel des Römischen Reiches, aber keineswegs der größte. Das ist, glaube ich, das Zusammenspiel zwischen dieser recht engräumigen Landschaft. Man ist ja da oben in der Bekaa-Ebene, hat dieses grandiose Libanongebirge nach Westen und den Antilibanon im Osten. Das heißt, wir sind in einer lang gestreckten Hochebene, ist dieser wirklich große Tempel da mittendrin. Das ist einfach ein grandioses Erlebnis von Architektur innerhalb einer Landschaft. Und genau so ist es auch gebaut worden. Die haben mit der Natur, mit dem Naturbezug da gespielt. Das stellen wir an allen Ecken und Enden fest da in dieser Ruine. Und dann haben sie natürlich auch noch etwas gemacht. Sie haben nämlich riesige Bauelemente verbaut, ne? Das heißt, sie haben diesen Tempel nicht etwa aus lauter kleinen Säulentrommeln, sondern nein, das musste entweder eine monolithische, also aus einem Stein gehauene Säule sein oder eben auch mal eine Säule aus drei Trommeln, aber mehr sind es dann eben nicht, ne? Oder ich weiß nicht, ob sie die Chance gehabt haben, das Podium hinter dem Jupiter-Tempel zu sehen mit den drei riesigen Steinen, die da verbaut worden sind im Podium, 20 Meter lang, ne? Ja, Muss man erstmal machen. und dass man im Libanon mit der Natur spielt, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie schön und vor allem wie abwechslungsreich die Natur da vor Ort ist. Also ich wusste nicht, dass man im Libanon auch Skifahren kann. Aber wo Sie gerade Monolithe ansprechen, direkt in der Nähe der Tempel liegt ja dieser Stein der schwangeren Frau oder Stein des Südens, da gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen. Wenn ich richtig im Kopf habe, ist es der größte Monolith aus der Zeit, richtig? Ja, es gibt da inzwischen einen noch größeren Stein, den wir in einem Kooperationsprojekt mit der Lebanese University in Beirut gefunden haben. Meine Kollegin Janine Abdelmassih, die interessiert sich für Steinbruchtechniken in der römischen Zeit und wollte dort Untersuchungen machen, wie diese Steine tatsächlich aus dem Bruch geholt worden sind, wie sie vielleicht transportiert worden sein könnten. Bei diesen Untersuchungen haben wir um diesen Hajar al-Hibla, diesen Stein der schwangeren Frau, herum ausgegraben und sind dabei auf einen noch größeren Stein seitlich darunter gestoßen. Und dieser Stein, der ist nun tatsächlich, denke ich, der größte Monolith der Welt, der je für einen Bau verwendet werden sollte. Das heißt also, da haben die Bauherren schon ordentlich geklotzt. Janine hat allerdings auch ausgerechnet, dass es wahrscheinlich ökonomischer war, mit diesen Riesensteinen zu arbeiten, wenn man sie transportieren konnte. Dann war es weniger aufwendig, mal einen Gigantenaufwand zu machen, um diesen Riesensteine oder diese Riesensteine zu transportieren, als ganz viele kleine. Das heißt also, können auch schlichtweg ja, Berechnungen dahinter gesteckt haben, wie man dieses Bauwerk am schnellsten hinbekommt. Man muss dazu sagen, dass die Steine leben, ne? Das heißt also, da gibt es die natürlichen Steinlagen, die in dieser Höhe vorkommen. Der Stein, den wir dort gefunden haben, der neue, der ist 5,60 Meter hoch. Das heißt also, das ist eine natürliche Steinlage dieser Höhe. Wenn da irgendwie ein weicheres Gestein dazwischen wäre oder irgendwelche Unreinheiten, dann könnte man den Stein überhaupt gar nicht transportieren. Das heißt, es würde gar keinen Sinn machen, ihn zu schlagen, ne? Das geht halt da an der Stelle. 5,60 Meter hoch und wie breit und tief? Der ist 19,60 Meter lang. Und 6 Meter, oh, habe ich das noch im Kopf? 6 Meter, was war es denn? Bummelig 6 Meter. 6,10 Meter, 6,10 Meter. Genau, um die 6 Meter. Daraus kann man dann ausrechnen, dass das 1.675 Tonnen etwa
schwer ist. 1675 Tonnen, ein Stein. Ja. Was war denn der Gedanke, wie man den bewegen würde? Also wir sehen am Jupiter-Heiligtum, dass diese Steine bewegt worden sind. Es ist kein so großer und schwerer bewegt worden, aber die sie bewegt haben, sind ja alle um die 1000 Tonnen. Ne? Die wollten in drei Lagen ein Podium von 12 Meter Höhe bauen. Also unterste Lage dann 4 Meter, nächste Lage auch nochmal 4 Meter und dann brauchte man irgendwas mit knapp 5 Metern für die oberste Lage. Und das gab interessanterweise dieser Steinbruch her. Der Steinbruch hat ein Gefälle, also so ist die Schichten, die Gesteinsschichten liegen also ein bisschen schräg im Berg. Ne? Das heißt, man kann dieses Gefälle ausnutzen. Also man konnte diese Steine tatsächlich vom Steinbruch zum Heiligtum ziehen, in einem natürlichen Gefälle. Aber das war schon unendlich aufwendig, also so etwas ziehen zu wollen und dann eben dahin zu transportieren, heißt, dass das in ununterbrochener Bewegung gehalten werden muss. Wenn der einmal wieder liegt, dann kriegt man den nie wieder in Bewegung. Das heißt, da wurde wahrscheinlich wirklich mit hunderten Menschen und Tieren gearbeitet, um den überhaupt einmal in Bewegung zu bekommen. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht so. Also wir streiten uns da ziemlich drüber, wie das nun tatsächlich vonstatten gegangen sein kann. Was aber klar ist, ist, dass man wohl keine Tiere dafür verwenden kann. Denn wenn einer von diesen Ochsen mal keine Lust hat, dann ist das Unternehmen sozusagen unterbrochen. Ne? Das wird wahrscheinlich von Menschen gezogen worden sein und dann mit so horizontalen Quinten, also die mit mehrfacher Übersetzung arbeiten. Das, also rein rechnerisch geht das. Wie man es praktisch umsetzt, da streiten sich jetzt die Gemüter. Also diese Lager für diese Horizontalwinden haben wir auch gefunden. Also das ist schon klar, dass da irgendwie so etwas im Spiel war. Aber wie man es nun exakt umgesetzt hat, wie gesagt, ist nicht ganz einfach zu wissen. Denn wir müssen das ja nicht nur ziehen, sondern wir müssen es dann vor Ort auch noch in Position bekommen. Genau, ne? Genau. Und mussten die Steine dann, Sie haben ja gesagt, wir reden von mehreren Lagen, mussten die auch angehoben werden dann vor Ort? Nee, das wohl nicht. Das hat man wahrscheinlich gemacht, indem man sie angeschüttet hat mit Dreck. Sodass man also jeweils dann wieder, also die hat man erstmal sozusagen eingegraben, um dann die nächste Lage auf die höhere Ebene ziehen zu können. Okay. Ja, und wie war für Sie persönlich das Erlebnis im Libanon, dann nach so langer Zeit wieder selber zu arbeiten und auch lange vor Ort zu sein? Hat sich der Libanon stark verändert in der langen Zeit? Ja, natürlich. Zum einen war ich Kind, als ich da war. Das heißt, meine Wahrnehmung war natürlich schon ein bisschen eingegrenzt auf das, was man in dem Alter so tut. Und ich kannte natürlich nicht den ganzen Libanon. Aber vieles hat sich eben auch nicht verändert. Und das ist eben die Landschaft, das ist des Bewuchses, also diese Pinien und Haine und Orangenhaine und so weiter. Das sind auch die Leute wieder, die Art und Weise, wie man eben einfach lebt, mit viel Essen zum Beispiel, aber auch sehr, sehr schnell mobil ist und so. Das kann man in dem Land auch problemlos, weil es einfach so klein ist. Und für mich war es, als ich bin 94 dahin gekommen, waren es die Gerüche, an die ich mich sofort wieder erinnert habe. Ganz, ganz witzig. Aber ich bin in dieses Land reingefahren, in den ersten Pinien-Hain-Gegend und dachte, oh ja, das kennst du.